Morgen, Leute. Ja, was geht? Ja, wir sind wieder da und wir werden uns wahrscheinlich auch gleich hier auf den Weg machen in die unbekannten Tiefen. Davor mache ich allerdings noch ein paar Fackeln. Fackeln, das ist es. So. Sticks. Egal. Das war's weh. So, jetzt haben wir erstmal Sticks. Bisschen viele Sticks, aber egal. So, jetzt haben wir erstmal Fackeln. Bisschen viele Fackeln, aber egal. So, mehr als die werden wir wahrscheinlich sowieso nicht brauchen. Zack. Oh, und dann haben wir unser ganzes schönes Ding wieder voller Materialien. Ah, ich sehe schon, läuft nicht ganz so geläufig heute, ne? Aber es ist wahrscheinlich einfach nur nochmal laden. So, jetzt bin ich gerade beim Überlegen. Jetzt müsste ich hier langsam anfangen, eine Höhle zu finden. Meine Frage ist jetzt, wo fangen wir da an? Ich werde da wahrscheinlich einfach mal hier reinhüpfen. Zack. Und hier rein. Und zack. Gut. Ja, werde ich wohl ein bisschen. So, also. Genau. Und dann, damit ich die nicht ganz mitschleppen muss. Bauen wir die schnell an. Warum ich das jetzt so mache und nicht so wie auch herkömmlich, ja, dass ich irgendwo unten weitergrabe? Weil ich darauf jetzt gerade Bock habe, wieder meine Höhle zu finden. Ich weiß auch nicht mehr, wie viele jetzt überhaupt noch verfügbar sein können hier. Weil ich ja wirklich schon so viel hier rumgebuddelt habe. Aber egal. Der Versuch allein ist es schon wert. Natürlich sein, dass ich jetzt gleich auf irgendeiner blöden Kacke rauskomme, also wie zum Beispiel eine Tür. Oder ihr wisst schon, was ich meine. Also jetzt irgendwas, was glaube ich, eine Tür. Das wäre irgendwie geil. Nee, aber wenn ich jetzt irgendwie in meinem eigenen Gang rauskomme, dann werde ich einfach das Loch wieder stopfen und einen anderen Weg einschlagen. Zum Glück haben wir noch ein paar Bogen gefunden. Ein paar Pfeile. Nee, bin ich gerade verwirrt. Oder müssen wir jetzt nicht nochmal in die Farm gehen? Super. Aber es wurde auch schon langsam mal wieder Zeit, dass wir das mal so machen in Minecraft, so ein bisschen mit Höhlen und so. Weil irgendwie. Hallo! Meine besten Freunde! Irgendwie ist das nämlich jetzt schon ganz schön lang her, ich werde die ganze Scheiße eh nicht zurückgehen, von daher. Ist mir jetzt relativ egal. So, einfach so ein Ding aufstellen und weitergraben. Einfach so, dass wir irgendwann wirklich mal hier entlang gehen und sagen, ja, wenn du jetzt in die Erde gräbst, du wirst wahrscheinlich direkt den nächsten Gang entdecken. Weil was wir jetzt hier haben, ist im Grunde immer noch richtig massiver Stein. Da finden wir nicht so schnell einen Gang von uns. Und das finde ich auch noch ein bisschen erreichen, dass man, wenn man ein bisschen im Boden reingeht, direkt hunderte Gänge hat irgendwie. Überall kommen dann kleine Löcher aus dem Boden, wo man irgendwie in die unterirdische Minensystem-Dingens reingehen kann. Ja, sowas wollte ich nämlich eh schon mal machen. Das finde ich nämlich ganz süß. So, was haben wir hier überall? Zack, zack, zack. Oh, und da haben wir schon was Sweet Sexy gefunden, aber es sieht jetzt auch schon sehr benutzt aus. Oder? Nee, nicht mal. Sweet. Stimmt. Ja, genau, in meinen besonderen Sachen ist ja immer Fackeln, ne? Treffen wir da einfach mal so einen unterirdischen Szene, habe ich jetzt gedacht. So. Zack. Damit das hier Platz macht. Zack, 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 zack. Hier. Super. Und Kohle. Tja, das ist mal wieder. Interessant, was sich alles zu finden lässt. Nicht mal unterirdischer See. Na komm, hopp. Ach, ja, süß. Vielleicht mal sowas hier. Ist ja schon mal nett. Auf jeden Fall. Geh ich gleich weiter. Eisen haben wir jetzt wieder.
finde ich sehr schön. So, wieder mal sowas aufstellen. Genau, weiter geht's. Genau. Das haben wir allgemein noch kaum gemacht hier direkt am Spawn. Muss auf jeden Fall nachgeholt werden. Ja, was ist denn los? Trinke, ich weiß gar nicht. Feuerresistenz ist wichtig, Stärke ist, naja. Regeneration ist süß, Feuerresistenz und Gesundheit. Da mache ich noch einmal Feuerresistenz, falls ich da mal in die Lava falle. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Im entscheidenden Moment sollte man dann seinen Feuerresistenz-Trank dabei haben. So. Wieder eine Fackel aufstellen. Super. So. Ich höre schon das Blubber von Lava. Wenn ich mich so weitermache, bin ich da relativ auf der sicheren Seite, dass ich nicht runterfalle. Das wäre, wenn ich direkt nach unten graben würde, dann könnte das irgendwie sein. Na doch, eindeutig, da ist Lava irgendwo. Sie ist auch langsam auf der Höhe von der ganzen Kacke. Also Lava-Geschichten und so. Was haben wir hier? Ich mal einen anderen Weg. Da scheint es irgendwo zu sein. So. Ich muss was platzieren. Jetzt ist aber wieder leiser geworden. Das Lava-Gerumpel da. Sehr interessant. Was haben wir denn hier? Irgendein Tunnel, der von mir gegraben ist. Aha. Den also. Komme ich jetzt wieder hoch. Ist was Blödes. So. Ja, da stoßen wir jetzt schon auf die ersten Sachen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Richtung. Ja, nee, in die Richtung. So, ein bisschen auf. Können wir auch gleich mal wieder ein bisschen Melone. Nom 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 und nom nom nom. Direkt wieder eine Fackel. Sind wir jetzt ganz schön knapp am Pilzeraum vorbeigegangen. Da will ich jetzt nicht unbedingt drauf stoßen. Hier wird das Grummel wieder lauter. Ja, das scheint sehr frontal zu sein. Ich werde da mal ein bisschen so. Aha, hallo, Kohle. Da hätten wir auch mal wieder eine Fledermaus. So. Ist ja gar nicht so schlecht, die Fledermäuse. Ganz interessant. Jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit der Kohle. Ich finde es ja auch sehr geil, sagen wir mal, dass die jetzt mittlerweile so EP bringen, diese schönen Steinchen hier. Wow, das ist wirklich mal wieder ein geiles Vorkommen. Klack. Ja, und die Lava, die fängt auch richtig an zu blubbeln hier. Da noch das mitnehmen. Ach, das ist ja noch viel größer. Ui, das ist ja riesig. Gleich mal eine Stufe hochgehen. Sehr nice. So gefällt ihm das doch. Okay. Nice. Und hier mal so ein kleines Fäckelchen hin. Hier auch nochmal. Können wir jetzt hier weitergehen. Also irgendwie müsste die Lava jetzt bald kommen hier. Mal wieder eine Fackel. Wenn wir jetzt auf die Lava stoßen, wäre es ein bisschen doof. Okay.
und wir sind auf die Lava gestoßen. Süß, okay. Jetzt muss ich mir was überlegen, wie ich da außen rum komme. So, ein bisschen entlang, ein bisschen entlang. Okay. Ich erkenne mal Lava, so viel dazu, ey. Ja, hier ist ja keine Lava mehr zu, oh, nö. Ein bisschen weiter hier. Gut, hier scheint es leiser zu werden. Mal probieren hier. Ah, das ist doch super, das ist doch eine gute Aussicht, ey. Vielleicht ein bisschen höher, ich will jetzt nicht seitlich auch noch in die Lava rein. Komme ich tatsächlich lieber von oben. So. Gucken, wo es hier weitergeht. Aha. Aber sie detected. Okay, jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich schön nicht reinfalle. Okay. Das heißt, ich glaube, sie ist noch eins weiter drüben. Jetzt ist gut, jetzt bin ich auf der Höhe vom Lavasee. Okay, ja, der Lavasee sieht mir jetzt zwar ein bisschen einsam aus hier, aber guck trotzdem mal, ob hier vielleicht irgendwo eine Höhle anschließt. So. Höhle. Höhle. Immer wieder. Das ist einfach nur ein zweites Kämmerchen, so wie das jetzt aussieht. Ich grab die mal noch ein bisschen, um zu sehen, ob da vielleicht noch was Interessantes dabei ist. Das Interessante ist aber im Moment, dass meine Spitzhacke kaputt gegangen ist. Na gut. Okay. Sieht aber sehr uninteressant aus, dieses Lava-Kämmerlein. Deswegen werde ich da jetzt einfach mal wieder auf den Weg machen. Und zwar nach da. So. Interessant, was uns da wohl erwartet. Es ist schon arg dunkel, da sollte ich nochmal eine Fackel setzen. Zack. Okay. Perfekt. Aha, das sind schon ein paar interessante Vorkommen. So. Interessant, interessant, interessant. Ja, das ist doch schon ordentlich hier. Ja, das ist doch ordentlich. Klimper, Klimper hier. Perfekt. Fackel. Weiter geht's. Okay. Alles klar. Okay, okay, okay. Also jetzt würden wir mal langsam wieder auf was stoßen, das wäre gar nicht schlecht. Schon ein relatives Glücksspiel, ne? Genau, wieder hoch. So. Aha. Hallöchen. Hier weiter. Ja, ja. So. Erinnert mich an die gute alte Zeit, wo ich das Spiel noch ganz, ganz neu hatte. Und da habe ich auch einfach immer so hin und her durch den Boden durchgegraben. Na, so ein bisschen davon. So eine Ware haben wir hier. Ah, und schon wieder ein Vorkommen. Ist ja süß.
Okay. Ich bin wieder Fackel. Das ist falsch. So, haben wir so. Okay, ein bisschen fernhalten von dem gefährlichen Gravel hier. Keine Ahnung, wo das jetzt hinführt. Oben. Oh, das war jetzt ein bisschen die falsche Axt und so. Nee, 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 da musst du schon die richtige benutzen. Ey. Aua, okay, das ist ein Zeichen. Ich sollte doch nicht nach oben gehen. Dann machen wir mal hier weiter. So weit, so gut. Ach, und es braucht ja nur so schön wenig Nahrung. So, weiter geht die Fahrt hier. Ach, ist aber schon wieder ganz schön dunkel. Immer so dunkel. Wo ich sammle das halt wirklich. Oh ja. Unglaublich hier. Muss man gleich mal so einen kleinen Wandschrank bauen, ha? Okay. Das heißt, zieht euch. So. Und dann zwei Truhen. Und zack. Eins, zwei. Perfekt. Da tun wir jetzt erstmal so ein paar Stacks davon rein. Und ja. Ja gut, das wird man jetzt eh wieder weiter sammeln. Also von daher passt das jetzt erstmal. Das ist super. Und gleich weitermachen. Ob es gut aussieht. Zack. Und wieder ein Eisenvorkommen. Kleines Eisenvorkommen, okay. Hallo. Und wieder ein neues Platzieren und eine neue Hacke rein. Sagen, die Folge machen wir dann noch, bis die Hacke zu Ende ist. Jetzt mal einen Scootler finden wir in der Höhle und dann dauert es so ein bisschen. Ansonsten werden wir wahrscheinlich einfach nur ein bisschen weiter graben und dann wird die Hacke zu Ende sein. Ja, das wird wahrscheinlich passieren. So, wieder die traurige Minecraft-Musik. So, hier weiter. Okay. Ah, nee, also wieder nach oben. Alles klar. Ich lasse mich da mal ganz von den Dingern leiten. Wahrscheinlich sind nämlich mal genau um die Dinger rum, aber also um die Höhlen rum, aber ist mir jetzt auch egal. So, zack. Und weiter geht's hier. Oh, hallo! So viel schönes Eisen. Alles klar. Okay, hier wieder Fackel rein und weiter geht's. Jetzt mache ich mal geradeaus weiter. Wie so ein Minenarbeiter. Das sind auch immer irgendwelche riesigen Minen oder an. Wir haben schon wieder was gefunden. Das ist ja süß. Und da habe ich auch schon Wasser. Es könnte unterirdisches Wasser sein. Juhu. Endlich ein bisschen höhlenmäßig hier arbeiten. Ja, die ganzen EP. So. Und ja, das war's dann noch wieder mit dem Vorkommen, aber da ist noch was. So, dann versuche ich mal in Richtung Wasser zu gehen. Ich höre dich doch. Ich muss aufstellen. Da müsste irgendwo sein. Das wird jetzt relativ vielleicht über uns. Da ist es. Wir haben das Wasser. Ah! Halt, stopp!
muss doch kurz warten lassen. Und wenn du mir die ganzen Fackeln abbaust. Ah, da tue ich doch mal hin. Genau, dann hier nochmal eine Fackel, damit wir auch sehen, wo wir hingehen. Und dann verschaffen wir uns Eintritt. Oh, das sieht nach einer schönen Höhle aus. Ewig wagt. Stopfen erstmal das Leck hier. Eine Fackel. Dann würde ich erst so sagen, dass wir nach oben erkunden. Ups, das war die falsche Ding schon wieder. Spitzhacke. Aber, ja, das scheint bis oben zu sein. Und jetzt geht's nach unten. Da oben scheint auch nichts mehr zu sein. Okay. So far so good. Okay, das passt. Alles klar, und dann geht's wieder weiter nach unten. Okay. Sieht jetzt nicht so winzig aus, aber sieht auch nicht so riesig aus. Ich hoffe natürlich auf riesig, dann gibt es mir ja ein bisschen was zu Interessantes hier. Ach, Fledermäuse gibt's auch. Naja, zuerst wird das hier abbauen. So. Ganz schön die Kohle abbauen. Die wir so wichtig brauchen. So, perfekt. Das sieht doch nach einer... Boah, das sieht nach einer geilen Höhle aus, ey. Freu, freu, freu. So, habe jetzt erstmal den kleinen Abweg hier. Ach, da sehen auch wir schon wieder... Fall, fall, fuck. Ah ja, es sind ganz schön viele von euch, ja. Oh, du bist vielleicht einer. Aber er hat mir ein bisschen was gezeigt hier. Hallöle. Das ist doch schön. Ja, nett. Wenigstens ist das. Okay, weiter geht's. Okay, ich höre ihn zwar, aber ich will jetzt gerade erstmal das Zeug abbauen. Was zum... Was geht mit dir? Ja, ich glaube, der ist mit mir anlegen. Jetzt. So, ja nochmal. Ja, hört es auch mal wieder auf. Hört es auch mal wieder auf, oder wie? Unglaublich, ey, das Ding ist riesig. Ich habe wenigstens so ein kleines Knockback. Ja, du bist auch echt schlau. Ey, die Dinge sollten echt ein bisschen näher an einem kleben müssen, dafür, dass sie explodieren. Das Viech ist ja 10 Meter von mir weg und explodiert. Hallo? Was ist das denn? Achso. So tief war das Ding, dass ich jetzt die größte Höhle. Sieh schon mal hier. Okay, soweit so gut. Dann werde ich doch vielleicht mal hier unten einen Blick. Oh, das ist aber richtig tief. Ja, da geht's ja richtig weit. Na gut, dann stopfen wir erstmal das Ganze hier. Bleiben wir eine Fackel hier hin. Zack. Und fressen ein paar. Helfen. Dann gehe ich doch erstmal hier lang. Jetzt auch noch schön viel Eisen abzubauen. So. Ein paar Enderman. Keine große Geschichte. Ich bin ja beziehungsweise das Enderdrachen. So. So weit, so gut. Dann haben wir hier wieder. Eisen. Eisen her. So. Ein bisschen Eisen gesammelt. Ja. Gut, hier weiter. Hey, Enderman. Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Und wieder tschüss. Ja, finde ich auch. Also. Und irgendwo hat er doch recht, wenn er sagt, ja, ja, oder? Finde ich jetzt nicht so, dass er Unrecht hat. Also, cool. Oh, sehr nice. Das ist ja ein Riesending. So, oh, lecker. Gold. Ich brauche Gold. Das wird sonst zu viel. So, finde ich wahrscheinlich in der Folge jetzt noch die
schöne Höhle aus. Was haben wir denn hier? Ach, so. Verstehe, verstehe. Okay. So weit, so gut. Ach, hier ist nochmal ein bisschen Platz. Und hier. Okay, super. Holen wir uns mal die Kohle. Ganz viel Kohle. So, schaffen wir ja einige Level hier. Ne? So ist es. Oh, noch mehr Kohle. Komm zu Papa Kohle. So. Alles klar. Was haben wir jetzt hier hinten noch? Super. Einsammeln. Okay. Weiter geht's. Nicht hier in der Ecke, sondern einfach Fackel und zurück geht's. Was haben wir hier? Nichts. Fackel rein. Okay. Schön, schön. Ja. Und nun, da geht's ja wieder ins Dunkle. So, ist ja schön. Genau, hier haben wir auch nochmal schönes Gold. Ach, das geht ja nochmal runter hier, richtig. Okay, also jetzt erstmal zu dem Eisen hier rüber. So. Dann Sprung und zack. Schon mal nicht da. Nein. Ist nicht vor, zu mir hochzukommen, oder? Ja. Schaffst du's? Muss doch schon gucken, sonst haut er mich hier noch runter. Das sind ja Sachen, auf die ich jetzt gerade verzichten kann. Verdammt. Ist klar. Hätten wir das auch. So, und das sind wir nämlich auch schon unten. Ruhe mit dir. So, okay. Eppa. Kurz mal hier Positionen wechseln. Komm zu mir. Oh wow, oh wow, oh wow, das ist ja riesig. Ja, du Fledermaus. Die geil. Ah, Ratte. Na gut. Ach so, das ist geil. Awesome. Ja, hallo. So, aber ich brauche keinen Dienst, der mir jetzt irgendwas freilegt. Danke. So. Schaffe ich auch allein. So, ist das geil. Ja, da kriege ich da volle Stöhnattacken hier. Schon wieder Lava, das ist nicht so gut. Ja, komm. Ja, doch. Okay, so weit, so gut. Ach, da unten. Hallo. Hallo. So ein bisschen Lava wieder. Okay. Sieht so aus, könnte ich hier schön. Okay. Dann wieder zurück. Ja, hallo. Wo muss ich denn explodieren, du? Ach, noch einer von euch. Ruhe. Normal rede ich ja nicht mit Zündschnurren, aber mei, die sind halt ganz besonders. So. Können wir schon wieder Stoffe abbauen? Ist das nicht unglaublich? Ganz viele Stoffe, wow. Okay, Redstone ist hier einfach nur im Übermaß gibt. Und das ist schon wieder kaputt. Ja, wisst ihr was, Leute, da sage ich jetzt einfach mal, nächste Episode bauen wir uns neue Hacken, bis dann.